Hallo, willkommen bei Brandenbundorf. Heute wenden wir uns zu dem Wintersternhimmel an und betrachten jetzt einfach mal diesen wunderschönen Winterhimmel. Das Sternbild Orion. Was steckt eigentlich überhaupt dahinter? Also, eigentlich ist der Orion ein Himmelsjäger, sodass die beiden Sterne, Betelgeuse und Bellatrix, die Schulter bilden, Regel und Zeib sind die Füße und die drei Gürtelsterne werden auch als drei Könige, Jakobstadt oder Jakobsleiter genannt und sind Teil des offenen Sternhaufen Kalender 70. Aber dieses Sternbild hat nicht nur eine mythologische Geschichte, sondern auch noch eine geschichtliche. Die wurde bei ganz vielen Völkern unterschiedlich angesehen. Wie zum Beispiel die Sumerer zum Beispiel haben drinnen ein Schaf erkannt oder drinnen ein Schaf gesehen und Betelgeuse war der Achsel des Schafes. Und bei den Ägyptern sah man darin eine Widerspiegelung ihres Gottes Osiris und die Germanen zum Beispiel erkannten das Sternbild einen Flug. Es wurde immer unterschiedlich angesehen. Immer anders. Also nie das gleiche. Aber jetzt, da wir jetzt ganz viel Geschichte gelernt haben, wollen wir jetzt auch mal zu den richtig astronomischen Sachen jetzt übergehen. Genauer gesagt ist das ein Wintersternbild, das sich am Winterhimmel und Himmelsäquator befindet. Von 79 Grad nördlicher Breite bis 67 Grad südlicher Breite ist dieses Sternbild vollständig sichtbar. Von dem Zyklus der Präzession, also Präzession, das ist so eine Periode bei der Erdachse, die 29.000 Jahre dauert etwa, erscheint es gegenwärtig in seiner fast nördlichsten Stellung. Wird die südlichste in 13.000 Jahren erreichen und dann von Mitteleuropa nicht mehr vollständig sichtbar sein. Weil das ändert sich dann ja. Der hellste Stern ist Rigel. Da hat man noch die drei Gürtelsterne. Alnitak, Alnitaka und Mintaka. Den roten Überriesen Betelgeuse und noch diesen blauen Riesen Rigel und noch ein paar andere blaue Sterne. Saib und Bellatrix. Jedoch hat Orionnebel auch Sternentstehungsgebiete. Schaut euch jetzt mal das Foto an. Unten habe ich so einen roten Kreis hingemacht. Und wo dieser rote Kreis befindet, haben wir diesen Orionnebel. Der Orionnebel M42 bzw. M43, das sind Missilbezeichnungen, ist ein Emissionsnebel. Dort entstehen richtig Sterne. Ungefähr 1350 Jahre entfernt. Und unter den Sternen Alnitak befindet sich der Pferdekopfnebel. Das ist so ein 30 Jahre großer Dunkelnebel. Und dort entstehen irgendwann mal Opa-Sterne. Aber es ist daher ein Dunkelnebel, da das Licht von dahinter liegenden Objekten absorbiert wird. Und daher erscheint es dunkel. Es ist auch sehr, sehr kalt. Also Dunkelnebel haben eine sehr niedrige Temperatur. Und dort hat man auch so gewisse Moleküle und dazu aber kommt auch noch ein richtiges Video, was richtig um die Dunkelnebel geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den Einblick, und es werden noch viele weitere Videos zum Sternbild Orion kommen. Bis später.